Moin moin, meine lieben Mit-Division-Agenten und herzlich willkommen zu der Aufklärung, wie bekomme ich meine Maske? Am Dienstag während meines Livestreams wurde ich doch gefühlte 50 Mal gefragt, wo bekommt man denn nun die Maske her? Und hier ist die Auflösung für euch. Und die ist eigentlich ganz simpel, ihr müsst nur in der Global Event Rangliste weit nach oben steigen. Und was ihr dafür tun müsst, ihr müsst so viele Global Event Credits farmen, wie es nur geht. Und das am besten viele in einer Stunde. Denn wie ihr seht, wird gerechnet, wie viel Credits ihr in einer Stunde erfarmt habt. Im ersten Moment könnte man denken, das ist ja blöd für die, die nicht so viel Zeit haben zum Zocken und die Dauerzocker haben dann wieder den großen Bonus. Das ist nicht ganz richtig, denn es wird wie gesagt gerechnet, wie viele Credits ihr in der Stunde erfarmt. Sprich, wenn ihr in einer Stunde 5000 Credits erfarmt und ein anderer braucht dafür 2 Stunden, ist er in der Rangliste hinter euch. Und um jetzt schnell an diese Credits ranzukommen, da kann ich euch nur empfehlen, macht als erstes mal die ganzen wöchentlichen HVTs. Und wenn ihr die dann erledigt habt mit euren Charakteren, kümmert ihr euch um die täglichen Ziele. Denn da kann man auch nochmal ganz schnell ein paar von diesen Credits abfarmen. Und wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt, kümmert ihr euch einfach um die Weltbosse. Die kann man auch in ca. 20 bis 30 Minuten locker erledigen und da bekommt ihr auch noch pro Boss 150 von diesen Global Credits. Und wenn ihr nicht allein unterwegs seid, das Ganze geht natürlich in einer Gruppe noch viel schneller. Und wenn ihr eine eingespielte Gruppe habt, die sich in Clear Sky auskennt, dann rennt da noch ein paar Mal durch, denn das Ganze kann man in 8 bis 10 Minuten locker schaffen. Und zudem würde ich noch sagen, macht es nicht auf legendär, sondern auf herausfordernd. Das Ganze ist dann noch etwas einfacher. Man bekommt dann zwar anstatt 900 nur 650 von den Global Event Credits, aber dafür ist man schneller und einfacher durchgerannt und schafft dann am Ende vielleicht nochmal 2-3 Runden mehr, als wenn man das Ganze auf legendär macht. Und für die Solospieler würde ich dann sagen, wenn ihr schon alle HVTs und die Bosse hinter euch habt, dann geht mal ein paar Runden in Emmerts Wohnung oder rennt in einer Random-Gruppe durch Lexington. Denn das geht auch recht schnell und fix und da bekommt ihr auch ein paar Credits ab. Und je höher ihr dann am Ende in der Rangliste des Global Events kommt, umso eher besteht die Chance, eine Maske zu bekommen. Bis zu 3 Stück sollen es sein. Die erste Maske gibt es, wenn ihr unter den ersten 50% seid, also einer von den ersten 12.300 und ein paar gequetschte Spieler. Die höchste Belohnungsstufe, die dann also 3 Masken bekommen, ist derzeit Platz 1 bis 573. Sollte man es dann am Ende dieses Events nicht geschafft haben, unter die ersten 50% zu kommen, hat man leider auch keine Chance, an eine Maske zu kommen und muss dann bis zum nächsten Global Event leider warten. Das Ganze ist dann am Ende natürlich für die sehr ärgerlich, die es nicht schaffen werden, unter diese ersten 50% zu kommen. Aber was soll man machen, das Leben ist hart, ne? Und auch ich für mich weiß noch nicht mal, ob ich es schaffen werde, denn mir fehlt ein wenig die Zeit. Ich werde zwar alles daran setzen, es doch zu schaffen, aber das werde ich auch erst dann nächste Woche Dienstag sehen, wenn das Event zu Ende ist. So, bleibt mir nur noch zu sagen, haut rein, gebt Gas für die, die Zeit und Lust darauf haben. Ansonsten, ich bin raus, euer XEDX und ciao, ciao!